Hallo Leute, hier ist der Jake. Heute zeige ich euch Teile meiner Puma-Messersammlung. Und da seht ihr eine Lücke. Die konnte ich jetzt ausfüllen mit diesem Messer hier. Allen bekannt. Das berühmte White Hunter. Wie alle meine Messer, auch dieses schon älteren Datums, wurde hergestellt 1987. Jetzt erst mal ein paar Fotos und zwar gleichzeitig stelle ich euch dann das Sleeper Guide Knife vor, was so eine Art Zwillingsbruder vom White Hunter ist. Einmal das bekannteste Messer von der Firma Puma, das White Hunter. Wird auch heute noch so hergestellt, ursprünglich konzipiert in den 1950er Jahren. Hier auf dem Parierstück kann man erkennen, wann dieses Messer hergestellt wurde. Das war im zweiten Halbjahr 87. Dieses White Hunter Handmade in Germany, damals schon in der rostfreien Stainless-Steel-Klingenversion. Die älteren White Hunter waren dann noch mit dem Pumaster Stahl mit so einem High Carbon Stil, der war so rostend. Und dann haben wir diesen Klon, wie ich sagte, eine Art Doppelgänger, ähnlich aufgebaut, der Griff sehr ähnlich, nur hat der hier hinten so ein Lanyard-Hole. Das kann man nutzen hier mit so einem Lederband. Dann kann man es nicht verlieren. Man kann natürlich auch ähnlich wie beim Puma das benutzen, um es an der Scheide festzumachen. Ja, die Unterschiede kann man hier oben sehen. Hier oben hat das Puma noch diese zweite Klinge zum Holzhacken, während das Guide Knife von Carl Schlieper hier einen breiten Rücken hat. Kann man also nicht nur hier, sondern auch hier oben noch den Daumen gut ansetzen. Das Guide Knife hier war immer im Einsatz seit 20, 25 Jahren und hat natürlich dann etwas gelitten. Auch ein bisschen Rostfraß, obwohl es ein Surgical Steel, also ein rostfreier
Chirurgenstall ist. Übrigens trägt das die Nummer 356 von der Trophy Line. Da gab es auch noch Skinner, Forrester, irgendein Bowie-Messer und sowas. Beim Puma White Hunter haben wir hier die 11 und dann 6375. Die 11 für feststehendes Klinge und Hirschhorngriffe. Und dann diese Nummer, die speziell fürs White Hunter besteht. Entstanden ist das White Hunter 1956, nachdem der Oswald von Frankenberg, der eine Nachfahrin von der Lauterjung-Dynastie geheiratet hatte, angefangen hatte, Jagd und Messer für den Outdoor-Bereich für Puma in den Mittelpunkt zu stellen, hieß es einmal, die amerikanischen Importeure hätten wohl ein solches Jagdmesser und Automesser angeregt. Auf der anderen Seite gibt es dann noch diese Legende, dass das Messer designt wäre von der White Hunter Organisation. Damals war ja auch eingeätzt in den ersten Modellen For the White Hunter. Ich riskiere jetzt hier mal eine Aussage über den Wert von diesen Messern. Sie werden also regelmäßig gehandelt im Internet, in den entsprechenden Auktionshäusern und erzielen Preise. So ein White Hunter in einem guten Zustand, mit Scheide, vielleicht mit Verpackung, 200 bis 300 Euro, zum Teil über dem Listenpreis der heutigen Modelle. Es liegt zum Teil an der Verarbeitung. Zum einen sind einfach ältere Messer auch gefragt. Insbesondere auch die mit den entsprechenden Nummern oder noch älter. Zum anderen vielleicht an der Verarbeitung, dass die damals noch besser waren. Bei den Schliepermessern, die nicht ganz so häufig zu finden sind, da ist es ein bisschen schwieriger. Die liegen so um die 100 Euro, je nach dem, wie gut sie gepflegt wurden, in welchem Zustand sie sind. Also ich denke mal, liegen etwas im Preis unterhalb vom White Hunter, obwohl sie von der Machart her und so weiter sehr ähnlich sind. Auch im gleichen Qualitätsstandard.